Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Macht das Haus meines Vaters nicht zur Markthalle, spricht Jesus. Guten Morgen, hier spricht Alexandria Pfeiffer aus Bockenheim. Jesus ging in den Tempel und wollte beten. Wollte die Liebe seines Vaters im Himmel spüren. Und dann sieht er dort Leute, die laut Souvenirs verkaufen, die alles zugestellt haben. Man konnte den Eingang des Tempels gar nicht mehr sehen. Man wusste gar nicht mehr, dass das ein Ort des Gebets ist. Und dann ist der sanftmütige Jesus richtig wütend geworden. Er hat sich eine Peitsche aus Stricken gemacht und alle aus dem Tempel vertrieben. Die Tische der Geldwechsler hat er umgestoßen. Er war richtig sauer. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten. Viele werden sich schon mal gefragt haben, warum er das gemacht hat. Heißt es nicht immer, wir sollen unsere Nächsten lieben? Wir sollen brav sein und den anderen verzeihen? Wir sollen nicht in den Kampf gehen und anderen wehtun? Wenn wir uns aber vorstellen, wie es Jesus ergangen sein muss damals im Tempel, können wir es vielleicht besser verstehen. Im Tempel ist Gott und Gott ist die Liebe. Und sicher tat es Jesus im Herzen weh, dass die Liebe so missachtet wurde. Und diese Liebe ist es, die zählt. Nicht die Andenken, die wir kaufen, nicht das Geld, das wir einnehmen. Wenn etwas laut und lustig ist, darf die Liebe, die dahinter steht, nicht versteckt werden, nicht klein gemacht, nicht übersehen werden. Dann dürfen wir auch mal wütend werden. Wir dürfen für das kämpfen, was uns wichtig ist. Wir dürfen Grenzen ziehen, wenn das, was eigentlich wichtig ist, untergeht. Wir wollen beten. Gott, du im Tempel und ich vor deiner Tür. Von mir zu dir ist es nur ein kurzer Weg. Ich kann dich hören und dich spüren. Doch dazwischen steht eine Mauer aus Geschwätz und Nichtigkeiten. Eine Mauer, die sich als Werbung dein Bild aufgemalt hat. Und eine Mauer, die uns den Blick auf das Wesentliche verstellt. Ich möchte sie niederreißen, diese Mauern, um deine Liebe sehen zu können, um unter den Trümmern zum Wesentlichen zu kommen. Amen. Ich wünsche dir, dass ein Blick in den Himmel dich erinnert, Gottes Herz ist weit. Er gibt dir Raum, dich zu entfalten, er schenkt dir ein Zuhause bei sich. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.